Hallo Freunde. Wir sind wieder da. Ich bin die Sophie und neben mir ist der Simon. Ja, bin ich. Und wir haben in der letzten Folge den Stuhlmann besiegt. Stuhlmann. Und du bist vom Dach gesprungen. Ja, ich bin vom Dach gesprungen. Ziemlich doof jetzt. Ja, ich bin ziemlich dumm. Naja. Ey, warum halte ich eigentlich die ganze Zeit diese scheiß Knarre? Ich weiß nicht, aus Prinzip vielleicht. Denkst du, wir sind hier richtig? Ja, ich glaub schon. Immer der Nase nach. Deiner oder meiner? Deiner zu meiner. Hä? Ja, guck mal. Ey, guck mal, da liest du. Sophie. Simon, let me go. I love you. Simon, lass mich doch mal gehen. You, Sophie. I have to leave. Ich muss jetzt gehen. Nein, bitte. Ich bin dein Stalker. Ich muss kacken, ich muss gehen. Ich bin dein Stalker, verdammt. Kapitel 4. Ertrunken in Sorrow. Ist das eine Stadt? Ja. Eine wunderschöne Stadt. Oh, wow. Ey, Sophie? Ja? Oh, schon wieder die falsche Taste gedrückt. Simon, du bist echt ein Arsch. Warum? Nur weil du die falsche Taste gedrückt hast, um aus dem Inventar zu kommen. Das ist doch für Erstklässler. Das weiß man doch, dass man da Tab drücken muss und nicht Escape. Ja, Entschuldigung, aber... will ich einfach weiter verfolgen im Menü. Das gefällt mir nicht. Hallo? Bist du deshalb gesprungen? Ja. Weil du Kacke bist. Du bist ein Kacknoob. Na, danke. Ich unterhalte mich und date erst recht nicht mit Kacknoobs. Ich hab ja nicht gekackt, das war der Kackstuhlman. Oh. Ach so. Hm. Doof jetzt. Und deshalb bist du gesprungen? Ja. Ja gut, dann. Oh, guck mal. Das verstehe ich ja so. Ja, eben. Solltest du auch. Und jetzt kommst du nochmal zu mir zurück, weil du deine Sniper bei mir liegen lassen hast. Ja, das sind die richtigen. Ja, warum habe ich das gemacht? Ich weiß es schon selbst nicht mehr. Oh, du hättest fast die Spritze da verloren. Das geht mir echt auf den Sack, dass du hier irgendwie mit Scheuklappen durch die Gegend rennst. Ja, aber das muss ich doch machen. Ich bin doch ein Kerl. Na, nur weil du ein Kerl bist, das ist keine Ausrede. Also, es ist schon eine Ausrede, aber es ist ein echt beschissener. Und warum bist du jetzt gesprungen? Wie gesagt, du bist ein Kacknoob. Spring doch nicht von meinem Dach, spring von einem anderen. Oh, doch, ich wollte aber. Ich hätte ja auch eigentlich die Schlüsselkarte so gegeben, aber weil du so schlecht bist, dachte ich mir, ich muss, und so. Ach so, war das deine Schlüsselkarte? Na klar. Ich dachte, die hast du deiner Mutter geklaut. Na, als ob ich meiner Mutter was klaue, ich bin ein anständiges Mädchen. Hust. Ein anständiges Mädchen also. Ja. Also anständig bin ich, aber was das Mädchen angeht... Bitte? Eigentlich heiße ich Horst. Sophie? Nein, Horst. Sophie Horst? Horst Sophie. Tut mir leid, aber... eigentlich bin ich gar nicht Sophie. Simon. Eigentlich bin ich... Manuel Neuer. Eigentlich bin ich Kermit der Frosch. Applaus. Bist du nicht eher Mickey Maus? Oho, hallo Leute! Pluto! Okay, ich glaube, das war's dann wieder. Ja, genug Stimmen nachgemacht. Oh Gott. Ein Gang! Eine Tür? Wir kommen dem Unheil immer näher und es lädt sogar noch. Oh, toll. Hinterhof! Aber die Sache ist, da ging es doch gerade noch irgendwo hin weiter, oder nicht? Nicht, dass ich Items vergessen habe. Ich schaue mir das nochmal an. Was guckst du? Guckst du aufs Sofa? Hast du Items auf dem Sofa vergessen? Ja, warte. Hier liegt... Munition, dann haben wir hier, warte mal, da vorne liegt noch eine Spritze, Vorsicht, wenn du dich noch einen Schritt zurücksetzt. Oh, der sieht aber nett aus. Du bist Freund aber freundlich. Oh, der hat so ein schönes Grinsen. Okay, der schreit also, so schön. Schritt zurück, dann hast du die im Arsch stecken. Oh! Ja, gefunden! Entschuldigung. Du?
Ja. Siehst du den blauen Hasen auch? Ja, ich sehe den blauen Hasen. Meinst du, wir sind krank? Ich glaube erst, wenn er eine Axt hat. Ey, guck mal, ein Schaufenster! Das ist Friseur, glaube ich. Der schießt auf dich. Ja, soll er mal machen. Vielleicht habe ich mich ein wenig erschreckt. Echt? Nein. Ich wollte schon sagen. Also warum sollte ich mich denn erschrecken? Also wenn, ist es nicht aufgefallen. Oh, Eskalation hier. Ist das eine Gang? Aua. Oh, das ist ein Michael. Ey, Michael. Den kann immer nicht so einfach besiegen wie die anderen. Oh, was ist mit dir? Aua. Das sah sehr interessant aus. Was? Weiß auch nicht. Dieses wunderschöne Blut. Ja, ach komm, das bisschen Blut tut gut. Wer steht denn da um die Ecke? Ja, wer steht denn da um die Ecke? Headshot-Mann ist es. Noch irgendwo ein Headshot-Mann? Ja, schöner Bus. Super geparkt, würde ich mal sagen. Allesamt. Oh, U-Bahn. Mhm. Da freuen wir uns doch. Immer wieder eine Freude, sowas. Die U-Bahn ist doch ein wunderschöner Ort. Wir brauchen eine Fuse. Ach, was lasse ich denn hier? Ich glaube, die brauche ich für den Anfang nicht. Mach's gut. Wenn sie gleich weg wäre, ich würde dich auslachen. Ja, ja. Verständlich. Hallo? Irgendwie hört sich das ziemlich nach Kettensäge an. Echt? Ich glaube, du könntest gleich ein Problem aber haben. Aber ich kann nicht mehr rennen. Ich konnte nicht mehr rennen. Was sollte ich tun? Das ist ziemlich doof, würde ich jetzt sagen. Und das Beschissenste ist, ich habe danach nicht nochmal gespeichert. Das heißt, die ganzen Headshot-Kumpels sind noch da. Ach, deine guten Freunde. Na komm, schieß dich doch mal ab. Okay. Na komm um die Ecke, hä? Sehr gut. Jo. Wie gesagt, die Headshot-Männer. Oh, das sollte man noch treffen. Naja. So, du kommst weg. Hier wird nachgeladen. Und jetzt beginnt der wunderschöne Lauf. Gegen Monsieur Ketten-Sergei. Ketten-Sergei. Ketten-Sergei? Jo, aber erstmal nochmal speichern. Ist Ketten-Sergei ein Russ? Na klar. Mhm. Und warum hat dieser Russe immer eine Kettensäge dabei? Ja, weil irgendwie nur Russen im Obi arbeiten. Hi, Michael. Michael hat so elegant seinen Hammer geschwungen, da war ich schon neidisch gerade. Ja, Michael ist toll. Also, kann man nicht anders sagen. Was war das denn gerade? Ich habe irgendwie die Vermutung, dass er aus dieser Ecke kam. Was ist das denn Billiges gewesen? Kann ich dir leider nicht beantworten. Meine Fresse, ey. Das war ja gerade ein bisschen unnötig, ja? Stimmt's, Michael? Siehst du auch so. Schon wieder sehr elegant geschwungen. Ich glaube, der ist Weltmeister davon.
elegant schwingen. Mhm. Ich bin Meister im Elefant schwingen. Das wollte niemand wissen. Was denn? Ich trete im Zirkus damit auf. Das hört sich nicht sehr schön an. Muss ich gestehen. So. Glück gehabt. So eine Vermutung, dass du da doch ein bisschen drauf rumprügeln musst. Da nicht durchkommst? Möglicherweise wollte ich das sagen, ja. Gut. Vielleicht hatte ich ja Unrecht. Aber nur dieses eine Mal. Kommt mir bekannt vor, der Text. Ich habe die Sniper diesmal nicht liegen lassen. Ach, vielleicht kann man die ja ganz gut gebrauchen, ne? Wieder Franzosen den Weg säumen. Franzosen. Oh, oder Micha. Hi, Micha. Oh, das war mal Micha. Hast du noch was? Nein. Komm, dann mach ich die Sniper wenigstens alle, hä? Ich weiß schon, dass wir dir nicht liegen, dass wir die nicht mitnehmen können. Und dann werden wir nicht mehr zurückkommen. Das ist verschlossen, würde ich mal schätzen. Oh, dieser romantische Abend am Wasser. Oh, Cherie, ich fühle mich sehr romantisiert von dir. Oh, warum hast du jetzt nicht Sophie dabei? Weil sie tot ist. Oh, du kannst ihre Leiche doch mitschleppen und ein romantisches Diner mit dieser Frau haben. Oui, oui, das könnte man schon machen. Aber ich habe mich dagegen entschieden. Aber warum nun? Weil sie dort ist. Oh, dann die Michael. Das könnte man natürlich auch machen. Hier haben wir eine gute Waffe, aber wir können nicht gebrauchen, weil wir haben die Sniper. Da! Oh! Der hat sich aber angeschlichen. Haben Sie sich vielleicht ein wenig erschrocken, Madame? Nein, ich habe Husten. Oh, ganz viel Husten. Das ist dem ist traurig. Ich glaube, Sie müssen da klettern hoch. So, Mr. Sniper. Ich habe schon wieder auf Escape gedrückt. Tut mir leid für dich, aber... Die VP-70 sieht auch gut aus. Schöne neue Waffe, die muss ich jetzt mal angucken. Mhm. Du schiebst dir, glaube ich, die Decke halb runter. Nein, als wenn ich das tun würde. Sagte sie, während sie die Decke halb runterschob. Das stimmt nicht. Au. Ich bin noch nicht so dreist und mache das. Hallo. Hallo. Habe ich mal erwähnt, dass dieses Spiel echt kacke ist, wenn es um Jump'n'Runs geht. Also ich muss erst springen und dann laufen. Total ja, geil. Dann, solltest du das tun? Da war irgendwie, glaube ich, gerade so irgendwas. Aliens, eindeutig. Gut, ab durchs Fenster. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Sniper-Muni, super! Wer hätte das gedacht? Vorsichtig! Immer ein Stückchen Öhr. 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 Oh, ganz vorsichtig. Da schießt jemand. Monsieur, bitte hören Sie auf damit. Das gefällt mir nicht. War das nicht ein Freund von Ihnen? Oh, nein, nein, ich glaube nicht. Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Springe aus dem Fenster. Ich springe aus dem Fenster. Oh, mon Dieu. Oh, oui, oui. Oh, l'amour. Ich
Ich habe die Vermutung, dass Musik angeht. Ich glaube, Mama ruft gleich wieder ran. Oh, wir sind gleich bei den Arbeitsvermittlingen. Fragen Sie einfach nicht. Sie werden wissen, was ich meine, wenn wir dort sind. Oh, hola. Du hast nicht bezahlt. Raus da. Ich möchte nur looten. Nicht mitfahren. Mm-mm. Ich möchte nur looten. Nein, du darfst nicht mitfahren. Ich möchte auch gar nicht mitfahren. Ich wollte den Loot haben. Na, jetzt sind wir schon 3 Straßen weiter. Doof jetzt. Dem ist sehr traurig. Gucken Sie, die Arbeitsvermittlingen. Vermittlingen. Dem ist, was ich meine. Oui, oui. Oh, es ist so schön well hier drinnen. Will sich nichts bewegen. Auch ihr nicht. Dem ist sehr traurig. Oh, Monsieur, warum reden Sie immer noch mit einem französischen Accent? Oh, wenn Sie schießen die Franzosen die ganze Zeit ab. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich nehme mir Pullover mit. Oh, Pullover, hier ist eine Galte. Oh, die Tür ist verschlossen. Oh, ein Pullover. Bitte? Ein Pullover. Oh, oui, oui, Pullover. Sieht einfach sehr hell aus und sehr freundlich, um ehrlich zu sein. Oh, wir wissen doch, dass dem nicht von langer Zeit so sein wird. Ja, aber gerade würde ich sagen, finde ich nicht schlecht hier. Wir brauchen einen Schraubendreher. Und für le Schraubendreher sollten wir erstmal le M16 ablegen. Ich muss ja gestehen. Ja. Irgendwie erinnert mich das an das Krankenhaus hier. Das Krankenhaus? Ja, von innen. Welches Krankenhaus? Ja, das in der Mitte von der Stadt. Ach, an unser Krankenhaus? Ja. Ach, es ist. Ich dachte gerade, das ist irgendein Spiel oder so. Nein. Ach, gosh. Die Tür will sich nicht bewegen. Die auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Die ist verschlossen. Also, die Tür hinter dem Teil ist verschlossen. Hinter dem Ding. Ja. Alles verschlossen. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass du einen Schlüssel finden musst. Ich habe die Vermutung, dass wir... Hallo? Wow. Merci. Ich habe die Vermutung, dass wir den Schraubenschlüssel brauchten. Oh. Wie jetzt? Was willst du von mir? Du bist einfach nur ein Arschloch. Das war unfair. Ich habe doch gerade noch beides ausgerüstet. Ich bin doch nicht doof. Und dann auf einmal legte die Pistole weg. Arschloch. Simon ist halt nicht ganz so... Ne? Der kann halt nicht viele Sachen gleichzeitig. Na komm her! Na komm doch her, wenn du dich traust. Schreit noch wer? Nein, das war noch der Todesschrei. Na, ihr kommt doch her! Ihr kommt doch her, wenn ihr euch traut! Ich sehe euch zwar nicht, aber ich kann euch trotzdem umbringen! Ist das so? Nein. An dem habe ich vorbeigeschossen. Hilfe. Diese Musik. Ich glaube, wir haben es für den Anfang geschafft. So, Freunde, ich würde sagen, dies war es erstmal für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier bei den Arbeitsvermittlingen sind. Bis dahin, tschüss. Tschüss.